Dienstag, 15. Oktober 2019, 23.25 Uhr, Windows 7 Internetzeit. Wir starten wieder mit einer gewohnten Runde. Multiplayer jeden Tag. Die Cam ist ein bisschen dunkel, stelle ich gerade fest. Filter. Color Key. Ah, okay, das ist der Krampel. Oh! Oh, das hätte ich nicht so fertig. Scheiße. Color Key. Achso. Ja. Aha, das Gamma ist wichtig. Ja, kann man so lassen. Huch, ich habe noch ja gechattet. Falls ich schon Zuschauer habe und ihr was geschrieben habt, müsst ihr nochmal schreiben. Ich habe nur gelesen. Gechattet. Falls ich schon Zuschauer habe, habe gar keinen Chat. Chat. Ich bin wieder der Terminator. Ach, die Map. Ah, die ist optisch visuell gelungen, aber spielerisch können mir die wenigsten Map ein bisschen gefallen. Also für eine vielleicht. Da wo die Rampe runterrutschen kann, aber. Ich will mich nicht so richtig an die gewöhnen können. Ja, Versuch war's wert. Ach, leider. Lappen. Okay. Das Batista. Was ist denn das für einer? Wie sieht der aus? Neue Figur. Ey, warte mal. Was bist denn du für einer? Du hast keine Augen. Hey, warte mal. Du hast kein Gesicht. Was bist du? Ist ja gruselig. Der hat auch keine Waffe in der Hand irgendwie. Was ist das? Oh, Jens, in Ruhe. Die Hinrichtung veranstaltet an ihm. Oh. Ach, seht ihr, ich hab nicht nachgeguckt, ob es neue Waffen gibt. Toll, soll es noch neue Waffen geben.
läuft. Oh! Die Olle, ich dachte jetzt schon auf die Knie. Das war jetzt ganz böse. Wollte mal wirklich sein können, Lappen. Nur jetzt immer noch der Terminator T-800. Endoskelett. Da hinten gibt es die Granaten, ne? 42 Minuten. Eine Ewigkeit in diesem flotten Spiel. Hab noch erwischt. Ja. Ach ja. Hochgeholfen, zack, Matsch. Das ist viel so gewesen. Ich kann nichts machen in dem Moment. Das ist schon genial. Warte mal, ein Feuer wollte werfen. Das kann ich auch. Pass mal auf. Pass mal auf. Feuer kann ich auch werfen. Na gut. Hat nicht sollen sein. Soll ich 70 Sekunden warten? Das ist übrigens ganz neu in Gears of War 5, dass die Zeitangaben machen. Und generell aktuell sehr wenig Gegenwehr von den Menschen. Naja, gut. Ist das? Wenn du hast einen Auftritt, dauert ja bis zu 30 Sekunden. Da kannst du zweimal rennen. Während die 70 Sekunden immer streichen auf der Uhr. Eine Ewigkeit in dem Spiel. Lass mal den Ring ein. Nehmen wir auf meine Wölfe die Granate rein. Und dann scheint niemand den Ring so richtig zu besitzen. Na los. Dauert aber auch. Bis das bei 0 ist, dauert es immer noch eine Sekunde. Echt wenig Gegenwehr aktuell von den Menschen. Ja, oder was? Alle drinne. Ich muss weg.
Oh, das hier mein von der Seite, das Hobby ist jetzt. Ah, das ist süß. Ist das nichts Schöneres als Flankierung? Wie mit du Lappen. So eine Waffe gibt's alles auch schon. Würde ich ja nicht zu schlecht kämpfen. Haben die gerade richtig schlechte Karten? Schade. Und so schön in der Flamme. Terminator. Ach, die hat mich erwischt. Sie will die noch aufsetzt, das geht ja mal nicht. Hey, 150 Sender. Doch nicht 150, 180 oder? Hohoho, alle drei im Alleingang. Ja, ich habe von den Besten der Besten gelernt. Ja, ihr verliert. Bye, bye. Sehr schön. Die Plakette kriege ich echt oft. Schlag zuerst zu, schlag hart zu, lass nicht nach. Das ist mega. Gut, da sind jetzt richtig Granaten. Oh. Aber schon 118 Sekunden. Das ist ja mal ärgerlich. Fuck.
Bin ich auch schön. Ringklöffe. Oh, ich sehe, ich habe ein Desktop-Audio an. Aber Spiel-Audio aus. Hey, 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 erfunden hat, freue ich mich. Schade. Gut gemacht. Terminator. Gut gemacht. Zwei weggebaut und den Ring einmal unterbrochen. Da hinten war natürlich fies. Das ist eine böse Waffe. Das ist eine böse Waffe. Die konnte ich gestern in der Kampagne irgendwie nicht von dem Bot runterholen lassen, diese Waffe. Was war jetzt hier mal? So wirklich böse mit pH. Oh, das geklappt. Ah, schön daneben.
Wo ist das? Was ist der Arschloch? Now I am pissed. Hat mich auch mitgenommen. Oh shit! Oh shit! Das ist geil. Ja, eine Granate, Latze, Klatsch, was geil. Und böse ist es. Oh Scheiße. Weiter so. Komplett falsch. Nein, das ist so gut noch oder was? Zwei Lungs locken. Ich glaube, wir verlieren ein Haus hoch, ne? Jetzt auch noch Granaten. Okay, das muss man wissen. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Och, verfickte Scheiße. Dort hier rumtanzen. Ja, jetzt soll er eine scheiß Bandgranate. Das war gemein. Das war gemein. Granatenböse. Dieses Feuer überall da. Einer nach dem anderen.
Hey, ich hab doch gedrückt, Mann! Was ist denn da? Nebelkerze heraus! Ach, schade. Warte, ich bin. Warte! Das ist vorne noch die Nerven drauf, wenn ich mal verstehe. Jetzt ist er. Die ist da halt auch nervt. Ich mach das schon! Frau geladen, wenn sie. Irgendwo noch ein Dreadlock-Frau namens Lani. Whatever. Na, wie soll er nicht hier sehen? Ich hätte den Ding halt sehen müssen. Das hat man nicht. Das war jetzt komisch. Sehen wir den Sänger nicht hier sehen.
Hat mal bestimmt. Jump. Das ist geil. Hey, so schnell runter. Ach ja. Much. Junge, beweg dich doch mal nicht so. Ja, kaum mache ich nicht mit. Ich mein Team mal verlieren. Ist hier klar. Stopp. Das war jetzt hier mein. Das war jetzt hier mein. Dieses von da oben, das ist sowas von der. Es kotzt ohne Ende. Das ist doch gemein. Uns gemein ist das. Du kannst dich nirgends verstecken. Uns gemein ist das. Böse. Sorry.
zerstörst. Junge, zerstörst. Halte die Stellung, ich komme! Sehen wir, was macht. So macht Morf. Mhm. Hannet, seht, wie Hannet macht. Hannet. Irgendwie mal Regenbogen-Tasche verschenken und so. Gut, warum Not dauernd sitzt. Ach, der Dreisschirm. Aha. Aha. Ein Dreisschirm. Nachschubküste. Mit schwarzer Ank. Nachschubküste. Schrott plus 5, ja, immerhin. Schrott plus 5, wunderbar. Nochmal Schrott plus 5, bitte. Schrott plus 5, danke. So läuft's doch langsam. Jetzt noch mal eine Playlist gebracht. Da gucken wir, was das für ein Job heute zu bieten hat. Banner unheilvoll. Aha. Regenbogenwirbel, Snap. Oh, wieso Snap? Faken, ich will das als Lancer. Retrowelle Snap. Die können wir leisten. Danke. Ahahaha. 400 Eisen. 250 habe ich. Das ist ja mal. Snap, die unwichtigste Waffe. 4 Euro. Hm. Teuer, teuer, teuer. Aber da hätten wir es hinter uns. Wo kriege ich ein Eisen her? 500 Eisen. Kosten mich 5 Euro. Hätte ich noch 350 übrig. Bei 100 Euro kriegst du 25 Euro geschenkt. Ja.
Was ist teuer? Regenbogen, Wirbel, Snap. Was tut man nicht alles für Farben, ne? Dieses hässliche Grau in Grau loszuwerden. Ah, ja. Ach, für Eisen kann man Boost kaufen. Nö, das ist nicht. Man gibt doch kein Eisen für Leveln aus. Man gibt Eisen für Optik aus. Optik ist ganz, ganz wichtig. Optik ist wichtig. Heieiei. Retro-Bänzen ab. Kurve ich als erstes. Das kostet mich schon mal nichts. Ja, Eisen. Oh, dann hast du nie wieder so ein. Ja, das Store war erledigt mit dem hier. Irgendwo ein Jungs, ne? Schwierig. Dann wissen wir es aber gut. Gegenstände 18 Stunden, 52. Nummer 6. Jetzt mach ich mal eins kurz. Dann stellt man die Waffen an. Halt! Die sind nicht okay. Ja, 650. Ne, wie viel Eisen komme ich jetzt? Eisen. Diesen Lenser gibt es doch statt 2400. Ich meine Schrott. Warum kann ich Schrott nicht kaufen? Gehen wir mal zu Sub. Genau. Hübsches Teil. Jetzt spielen wir mal eine Runde mit dem hübschen Teil. Das ist jetzt der breite Charakter. Jetzt beide Bundeswehr. Naja, gucken. Was ist das? Knescher GDH. Wie war das GDH bitte? Bei der sehe ich es jetzt. Ich jetzt hier zum Beispiel den veränderten Reach. Ist der denn nur beim Terminator vereinbart? Ne, ist bei mir beiden vereinbart. Das tut mir nicht alles so vernünftig aussehende Waffen. Oh, 4 Euro. Oh, das tut dem Geld voll weh. Auf der anderen Seite dauert das Wochen. Och, rein. Bis die anderen Waffen mal hübsch kommen werden und dann.
Guck mal, ein schönes Napp am Gurt. Aber das ärgert mich jetzt, dass du nicht mehr pro Figur die Waffen vergeben kannst. Das war ja in Gears of War 4 mega. Da konnte jeder andere Farben. Da hat es sich auch viel mehr gelohnt, viel mehr Farben zu kaufen. Den Bot hier hätte ich dann immer die 18er Cyber-Waffe gegeben und der anderen hätte ich dann die Knallbunte gegeben. So sehe ich jetzt natürlich halt aus. Das ist mal scheiße gemacht. Das ist wirklich scheiße gemacht. Das begrenzt natürlich die Auswahl gewaltig. Normalerweise würde ich Terminator nicht mit so knallbunten Waffen rumlaufen lassen. Aber hahaha, das sieht geil aus. Ich hab ne knallbunte Waffe am Bein, Waffe am Bein, Waffe am Bein. Ich hab ne knallbunte Waffe am Bein. Also langsam. Ja, ich hab ne bunte Waffe, auch mit der schieße ich dich. Ja, die ist bunt. Das hier kam, gibt's noch ein bisschen mehr, Junge. Oh. Gut, Pistole ist ja eigentlich. Das hier kam, gibt's noch ein bisschen mehr, Junge. Regenbogenwirbel vor allen Dingen. Solche goldene Waffen. Woher haben die das ganze Schrott? Muss dann damit leben, dass der Terminator auch die knallbunten Waffen hat. Das ist natürlich nicht so mein Fall. Ich kann die zwar noch ganz schnell wechseln als letzter, aber. Tüte zählt, kommt der irgendwie rotig bin. Ein weiterer kleiner Sieg für die Menschen. Zweimal hier hauen, Junge. Einfach hier hauen. Ein weiterer kleiner Sieg für die Menschen. Ja, oder was für eine Bundesnacht. Da sehen die Schafs noch nicht mal schön knackebunt aus. Das ist schwierig. Schade, ich hätte den AFK da hinten so schön weggeballert. Ist der AFK da irgendwo? Das macht Spaß, AFK da umzubauen. Hey, ich hab ne bunte Snap, du darfst mich nicht töten. So weit finde ich das Bomber für den Terminator. Schöne Pistolenkill an mir ausleben können. Ja, mein Ring gebrochen. Ein elender Bastard! Ein elender Bastard! Das hier kam, gibt's noch ein bisschen mehr, Junge! Hallo, ich hab eine bunte Waffe. Ich hab nicht gekostet. Ah, dann können wir so sehen, 5 Euro für 2 Waffen. Warte mal, Luke!
Verpiss dich! Scharfschütze! Da hängt irgendwo wieder die AFK-Partys da rum. Ist der hier irgendwo ein Spawn? Da hängt der AFK-Partys da rum. Mit schweren Eilen mit meiner bunten Waffe von Latzehen. Ach, schade. Der Warnweg. Hilft den AFKler Idioten auch nicht, das ist gut so. Da hinten ist er, den AFK drum. Ja, ja. Regenbogen hilft dir. Hallo. Eine bunte Waffe am Bein, was erwartet ihr? Das war meiner. Der AFK-Partista. Das ist geil. Wir werden doch nicht die Ringe einnehmen. Moment mal, so werden wir noch binden. Shit, das war echt doof. Ich hätte schießen müssen, nicht vorgehen. Du kannst eben nur eins, du kannst eben nur eine Ecke schießen oder du gehst vor. Und bis du dann wieder schießen kannst und dich aus Sorge entschieden hast, das ist natürlich. Ja, ja. Das blaue Schrauben am Kopf. Krass. Aufhören! Halt die Eule doch hinunter. Oh, da waren zwei. Fuck. Da waren zwei. Ach, das ist natürlich. Kacken, AA. Wo ist dieser Körper? Die ist dahin. Den fahre ich ja ohne Ende. Lappen. Oh! Das war geil. Das war geil. Lappen. Bums. Das habe ich verdient. Da passt man noch 10 Sekunden nicht auf.
Haben auch eine schöne Waffe. Die gucken wir uns jetzt mal ganz schön an. Ist diese Waffe nicht 50 Screenshots wert? Das ist ein Gear als Sonne drauf. Ja, was ist dieser Körper, die ist da? Ich glaube, da würde ich einfach mitspielen. Eine bunte Waffe am Bein, da starrst du. Diese Aufgabe. Da oben, ich sehe ihn. Terminator Ach, Fekel. Ja, ich hab's mit der Nase umgeführt und die Aufgabe noch erwischt. Leider nicht mit meiner schönen Waffe. Ja, was machen wir jetzt? Regenbogen, Wirbel, Waffe, Kurven oder nicht? Eure Scheiße, 5 Euro, ne? Man weiß es nicht. Schicksal ist der beste Spiel. Oh, ich muss jetzt auch langsam. In der Kampagne in einem so komplizierten Areal und so. Gucken wir mal kurz auf den Store. Die ist ja auch selten schick, ne? Jeden Cent ist die wert, Mensch. So feine Klüge. Korridor, Fliesenwand, alles blöffelig. Nicht genug Eisen. Möchten Sie ein paar davon kaufen? Na, gerne doch. Skin-Seltenheit episch. Oh ja. Die ist Killiarden Orgasmen wert, diese Waffe. Und das hätte ich halt gerne als Knäscher oder Lancer. Da wäre ich glücklich. Dann hätte ich ausgesorgt. Ach, dann kriege ich nie eine neue Waffe. Hey, ja, goof. Können wir kurz wegmachen, dann seht ihr eventuell noch meine Pipo-Adresse. Ich muss jetzt nicht hier wissen. Ja, wo ist denn das Spiel? Ich mach einfach Star Trek drüber. When I awoke, dear, I was mistaken. And I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray.
You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Aus mysteriösen, heiteren Himmel kam jetzt Geld, ich weiß nicht woher, zufällig. Kann ich mir endlich ein vernünftiges Waffenskin. Guckt euch diesen Draufwegswaffe an. Habt ihr schon mal so was Geiles gesehen? Regenbogenwirbelsnap. Zwei richtig coole Snaps, das reicht mir für ein Leben lang, ich brauche nie wieder Snapskin. Aber halt, Lenser und so wäre nicht schlecht. Jetzt spielen wir auf der Kampagne weiter. Das noch als Lenser und als Nasher und als Figur. Dann habe ich alles jetzt ruhig, brauche mich nicht mehr drum kümmern. Alle Skins, die gerade noch kommen, sind per se beschissener. Wobei ich mir schon gerne aus Schrott diese goldenen Lenser und diese goldenen Knäscher diesen Antiken zusammenrüsten würde. Das ist schon, wäre schon mal von Anfang nicht schlecht, aber boah, bis du da mal so an Schrott drankommst, du kriegst so 5, aber 5, 6 Maps kriegst du 5. Muss ich mal in zwei Wochen, meinen Tag nur Multiplayer. Und gleichzeitig darf ich GOB4 nicht vernachlässigen, weil da habe ich auch nur mühsam das Zeug erarbeitet und möchte das noch nutzen, solange ich noch kann. Am besten den ganzen Tag GOG4 Multiplayer und dann den ganzen Tag GOG5 Multiplayer. Ja, wo ist das Sinnvollste? Den ganzen Tag so was streamen mit der Hoffnung, dass ich alle 6 Stunden einen halben Zuschauer hab. Ja, und so halt. Ja. Mehr von diesen Alteisen. Töten wir sie langsam und leise. Erfahrungsgemäß. Ja, die Schar kann mich. Und das ist einfach. Meine Kollegen machen, denn die tun mir nicht wirklich was, wenn die. Wenn ich hauptsächlich von meinen Kollegen auf die schießen lasse, die tun sie wenig von. Tun mir wenig. Ich ruhig mal auf meinen Partner drauf gehen. Ja, check, mach mal Schockfalle. Einfach mal so ein bisschen. Ein bisschen aus dem Hinterhalt, so ein bisschen. Hat eine echt schöne Stelle erwischt, aber so. Weiß nicht, wo das Vieh hin ist. Komm nicht zu nah, Kästle. Schön allein da raus. Ja, das Superschild ist schon nicht schlecht, das ist auch aus Hedoichi geklaut. Ist irgendwas, was die nicht aus Hedoichi geklaut haben? Jack, Schockfalle!
war jetzt fies von mir mit der Waffe da so nein zu ballern in das Vieh. Ha! Ich wäre jetzt tot. Ich wäre jetzt sowas von tot gewesen und das super schön. Check der draufballern. Lass mal Jack hoch. Achso, ich muss Jack hochwerfen, okay. Jack, los, Jack, los. Jack, Schockfalle. Ich halte mich nicht schlecht mit der Taktik, die ich mir gestern vor uns mitgehen noch zurechtgelegt habe. Immer Stück für Stück. Egel für Egel. Das Problem ist, wie grenzt Muni? Dann muss ich halt die ganze Zeit Check auf die jochen. Und so viele sind es ja nicht mehr. Guck mal, wen der Schwarm noch ist. Ich hab's geschafft, wer schuld? Ich. So. Das ist so leicht, wenn man Deckung gut nutzt. Das ist ein Spiel, das so genial auf Deckung ausgelegt ist. Nee, ich verzichte mal. Ich bleib mal bei der hier. Damit ich nicht zu wenig Distanzwaffe hab. Die Gänge erinnern mich doch an so eine Einrichtung von Anno. KOW 1 bis 3 oder so. Hä? Wo war ich da eben schon? Markus. Es war weder Labor noch Stasetanks, aber es ist eine Art Gefängniszelle. Gefängnis? Dann siehst du Sachen, die ich nie gesehen habe. Ich habe nur gehört, Niles Sampson, der leitende Forscher dort, hätte an Kindern von Emulsionsopfern herum experimentiert. Er hat Kinder eingesperrt und an ihnen herum. Brauche eine. Kann er noch leben? Er hat sich als KI-Konstrukt verewigt. Such das Labor und Niles. So, gucken wir mal, was nächstes ist. Okay, das sind recht viele.
Das ist nicht so weiter. Wir hauen hier zu. Ich habe einen Molly hier drin. Markus, wusste die Chor, was dieser Niles getrieben hat? Sie haben ihn gestoppt. Irgendwann. Aber wegen so einem Zeug habe ich der Chor nie getraut. Nicht mal, als meine Frau sie geleitet hat. Okay, das war der Falsche. Souveränitätsdirektive. Direktive. 10355. Kraft der mir als Vorsitzender der Koalition der ordentlichen Regierung verliehenen Befugnisse verfüge ich hiermit, dass alle Aktivitäten in der New Hope-Forschungseinrichtung mit sofortiger Wirkung eingestellt werden. Des Weiteren verfüge ich, dass sich alle Mitarbeiter vor dem Haus der Souveräne anfällen finden, wo sie am 13. Tag des Blumen vor Gericht stehen und ihr Urteil erhalten werden. Als Bürger dieser Koalition hat jeder von uns geschworen, sich ehrenhaft zu verhalten, die Prinzipien von Loyalität und Reinheit zu achten, wie es von den Allvätern angeordnet wurde. Mir ist keine größere Unreinheit bekannt als das, was innerhalb der Mauern von New Hope ersonnen wurde. Und keine unehrenhaftere Tat als das, was im Grunde eine Inhaftierung und Folter von Kindern ist. Überdies lassen die Unwahrheiten, die Dr. Niles Sampson und sein Team von sich geben, um sich selbst und ihre Arbeit einer Kontrolle zu entziehen, Illoyalität von höchstem Ausmaß erkennen. Dr. Niles Sampson, Sie haben Ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft aufgegeben, also muss die Gesellschaft nun Sie aufgeben. Vorsitzender Monroe, Haus des Souveränen. Okay. Nice, jetzt machen wir schon mal einen Bot refreshen. Warte mal, wie geht das hier? X. So, jetzt kann ich schon aus der Distanz wiederbeleben. Sekundärmission. Sekundärmission. Ich kann mich gucken, wenn ich Sekundärmission bin. Wieder 11. Job war langsam Gegner stärker. Naja. Raus und rein und da blinkt schon was auf dem Tablet. Das ist auch gruselig. So glänzt man dann nicht. Patientenanalyse AX331-2. Vor dem Verlust des Sprachvermögens klagte die Versuchsperson regelmäßig über Schmerzen in Gelenken und der Lunge sowie starke Kopfschmerzen. Sie war bereits vor Beginn der Tests einer erheblichen Immunsionsbelastung ausgesetzt. Nachdem die Rostlung im ganzen Körper Metastasen ausgebildet hatte, verstarb die Versuchsperson binnen kurzer Zeit. Emotionsauswirkungen führen zu einer starken, unmittelbaren Zellbelastung. Andere Zellen erleiden punktuelle Mutationen. Die als nutzbringend angesehen werden können. Die Studien werden fortgesetzt. Dr. Niles Sampson, das ist auch nett von dir. Wir drehen uns in den Raum um. Laufen durch die große Tür.
So, was muss man mal kommen. Okay. Muss man nach Sekundärmission googeln. Das ist ja widerlich. Niles hatte wohl ein Lieblingsversuchsobjekt. Beobachtungsraum. Sie haben das Kind überwacht. Das ist abscheulich. Das alles. Sinnanalyse. EF 1849. EF 1849. Markus, wer war dieser? Niles? Was genau hat er gemacht? Das war geheim. Aber es hatte etwas mit den Locusts zu tun. Also hat es etwas mit dir zu tun. Und Emotionskonzentration ausgesetzt, das ist aber nett, die sich bisher ausnahmslos als tödlich erwiesen haben. Dennoch zeigt sie keinerlei Anzeichen eines Zellverfalls. Ja, im Gegenteil. Wir haben beschlossen, EF 189 zu isolieren und sie 26 Stunden pro Tag genauestens zu beobachten. Wie viel? 26 Stunden pro Tag genauestens. Dafür verabreichen wir ihr weiterhin eine tägliche Dosis konzentrierter Emotionen, geben vor. Es handelt sich um Medizin. Bei der Annahme lächelt sie. Sie ist sehr daran interessiert zu helfen. Dr. Snyder Samson. Ja, lol, nur reich ich. Super. Retro-Lenser. Gut. So, hier fällt mir schon viel, viel besser. Waffenausrüstung. Schade, dass die noch keine bunte hat. Jetzt könnte ich endlich mal in die Mission mit einbinden, die bunten Waffen. Ja, wo haben wir das nächste? Draußen Gang, rechts Glasfliesen, links Glasfliesen, hinter mir ein Loch. Sonnenschein von oben. Ein langer Gang, den wir dann nach rechts wo rein müssen. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Wie viel wir so insgesamt schon haben an Sammlerstücken. Keine Leid, nur lauter Bäume. Da haben wir jetzt 4 Stück von 6. Da haben wir einmal abgegriffener Brief von Colonel Tallman, genau. Dann zur Souveränitätsdirektive, wo den Knights erscheint. Ach ja, hier wurde Post abgefangen. Dann diese beiden Patientenberichte. Judy, guck mal, wo es jetzt lang geht. Guck mal, wo es jetzt lang geht. Endschöne Spinde. Ich google mal Sekundärmission. Die größten Suchmaschinen, die es gibt.
4 aus 5 Raute. Hürzen. Wasserbank zurückerobern. Kapitel 3, Akt 3. Eine Sekundärmission war sicherlich der Zug, wo wir das Vieh jetzt umgebracht haben. Diesen Tunnel mit dem Zug, weil da haben wir ja Pläne bekommen, da kann man es im Bot machen, wurde später gesagt. Das könnte schon eins davon sein. Und später in Akt 3 kommt nochmal so eine Fahrt. Zum Wasserturm. Und das ist zum Beispiel eine Sekundärmission. Und ich habe schon eine unabsichtlich nebenbei gemacht, wenn man so will. Wenn man alle Sammler und Fundstücke, da bleibt das wahrscheinlich nicht aus, dass man automatisch dann die sekundäre Mission mit dabei hat. Oh, kannst du mir schon mal angucken. Durch eine Sturmwüste müssen wir heute nochmal fahren. Eine Sturmwüste. Ja, das Säge nur einbinden, das erinnert mich an Halo 3, wo sie Shopper eingebunden haben in der Wüste. Das haben sie auch mega gemacht. Danach leider nie wieder. So ein cooles Halo gab es danach nicht mehr nach Halo 3. Da war die Luft fast raus, wobei Reach für sich genommen genial ist. Mit viel Erneuerung, normale Jeeps und Jetpacks, aber die Shopper in der Wüste in GOG 3 waren einmalig. In Halo 3. Und so erinnert mich diese Wüstenwelt mit diesem Flugschiff. Da ist ein Panzer und da jetzt drin. Die 10 Minuten nehme ich mir jetzt einfach, dann weiß ich schon, was in den nächsten Tagen und Wochen auf mich zukommt. Die 10 Minuten nehme ich mir jetzt die Zeit, das komplett anzugucken. Oh ja, ja, das groben Umriss habe. Eine Sekundärmission, Akt 3. Mission 3. Aber wenn die Dinge, die man aufheben muss, Teil der Fundstücke sind, dann kommt man um die Sekundärmission sowieso nicht drum rum.
Viel mehr Werbung für seine Videos machen können. Das sind aber auch viele. Gumpfenden. Kann die Ziele sogar irgendwo aufrufen. Warte. What? Auf den seiner Karte sieht man die ganzen Sekundärziele. Aber nur auf den seiner Karte. Ich kann das sonst nicht aufrufen. Wasserwerk 1 von 3. Pumpstation. Da komme ich eh nicht drum rum. Das. Da habe ich wenigstens 2-3 Mitspieler dann. Oder hat er das mit? Aber langsam verstehe ich, worauf es hinausläuft. Und was Sekundärmissionen sind. So, hat jemand was im Chat geschrieben? Nö. Alles im grünen Bereich. Bin ich noch zu sehen? Ja. Ja, wahrscheinlich erst in der Zwischenmission, wenn ich zurückkomme, baut das dann einen Check ein. Das Spiel muss mächtig lang sein. Aber wenn ich es durch habe, hab ich es dann auch mal sowas von durch und zwar wahnsinnig. Im Moment habe ich jetzt keinen super Gegner gehabt, aber meistens hast du so Endgegner, der einen richtig letzten Nerv raubt noch. Da ich wahrscheinlich das Spiel nicht mehr von meiner großen Frau durchschaffen. Pumpstation. Eisenkrempel. Noch echt ein bisschen neu, um die Endgegner von Klasse V5, falls es einen gibt. Jetzt gab es in fast jedem Klasse V1 Endgegner. Noch 3,5 Minuten, dann spiele ich weiter. Vor zu informieren kann echt nicht schaden bei dem Spiel. Aber generell muss ich mich noch so ein bisschen dran gewöhnen. Die haben Gears of War schön verändert. Aber jetzt nicht so, dass es jetzt ein anderes Gameplay da war. Die Zusatzelemente, also ein anderes Grundgameplay, aber die Zusatzelemente sind schon buff. Das ist ja eine riesige Map. Also Wassertank, Pumpstation, jetzt werden wir noch zum Hafendock. Ja, die Map lesen, das wird auch nochmal ordentlich Zeit schlucken. Generell, das ist eben nicht geradlinig, ne? Das schluckt. Wir haben Gears of War, wenn man das so ausdrücken möchte, angeopenworldet. Ein paar Akte Open-World sind. Das erinnert mich so ein bisschen an das Spiel Oddworld, Strangers Vergeltung für Xbox 1. Von vor 15 Jahren. Das war teilweise Schlauchlevel, dann wieder extremes Open-World, dann wieder Schlauchlevel.
Das war ja, wenn du dann eine falsche Entscheidung getroffen hast. Und oben wurde gewohnt bist und nicht mehr zurück konntest, weil du der Schlauchabschnitt warst. Ja, ja. So was gibt es. Ja, ich komme auf jeden Fall zu den sekundären Missionen. So fett ist wieder. Das Spiel reicht noch normal oder vielleicht schnell, wenn er so durchspielt. Dieser Lappen kann das nicht mal hardcore super wahnsinnig spielen. Ach, ich habe jetzt eine ungefähre Vorstellung, was man für die Sekundärmission machen muss. Und was vor allen Dingen ganz wichtig ist, zu begreifen, was Sekundärmissionen überhaupt sind. Auf jeden Fall Wasserwerk war da 3 von 3. Das war ein Sekundärziel und Plünderer war da 2 von 3. Das wäre das zweite Sekundärziel. Wusste ich nicht, dass das da auf der Karte steht. Das muss man alles erstmal raffen. Wie das Ganze aufgebaut ist und so, das ganze System. Trotzdem sehr spannend gemacht. Ich schreibe mal Spaß auf Test in den Chat, damit heute noch ein Wort geschrieben wurde. Wunderbar. Dann können wir das auch mal schließen und uns unseren Aufgaben widmen. Eine Stunde haben wir noch, bis ich ins Bett muss. So, 1, 2 Fundstücke, wenn nicht zu schwere Stellen kommen. Bin aber auch im Wahnsinnsmodus drin. Hier ist das Labor. Gut, ihr müsst euch aber von den... Werde ich eventuell noch zusammensammeln. Also das Kapitel 3 des Aktes 2. Ich wahrscheinlich noch durch heute. Bei unserer letzten Begegnung waren Sie etwas launisch. Launisch? Oh, toll. Findet Niles. Er muss in der Nähe sein. Oh. Diese Glasfliesen hat denn doch gerammt. So langsam glaube ich, dass dieser Niles... Patientenanalyse RK-694. Die finale Verwandlung von RK-694 hat etwa 18 Stunden vor dem Tod stattgefunden. Recht enttäuschend, da die Zellen des Versuchsobjekts ursprünglich fast so stark von der Emotionsplastik profitiert hatten wie die vom Versuchsobjekt EV-984-184. Es ist an der Zeit, einer harten Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Die Reaktion von EV-1849 auf die Emotionsbelastung ist Erna, nicht einfach Erna nennen können.
Die Reaktion von Blablabla auf die Emotion. Die Reaktion von Anna auf die Emotionsbelastung ist möglicherweise völlig normal. Zudem hat Dr. Torres mich eben darüber informiert, dass die Zellen von Eva 149 offenbar besonders stark ansprechen. Er glaubt, dass ihr Körper jetzt etwa halb so schnell altert wie der eines normalen Mädchens. Ich dachte, wir wären unter Zeitdruck. Ich habe nicht ganz verstanden, was er mit dem normal reagieren meint. Ach so, hab mich verlesen. Ist völlig anormal. Heißt es nicht anormal? Ja, das will ich jetzt nicht mehr leicht. Anormal, das Wort heißt tatsächlich so. Das ist ja krass. Einmal mehr sprachlos. Nein, nicht hier. Adjektiv. Nicht normal, von der Norm abweichend ungewöhnlich. Beispiel, einen anormalen Eindruck auf jemanden machen. Faszinierend. Faszinierend ist das Wort faszinierend. Gut, jetzt wechsle ich mal. Oh! Ich habe mit derben Schwung Abonnenten dazu bekommen, sehe ich gerade. Was ist denn das passiert? Huch! Was ist denn das passiert? Hatte ich den schon beantwortet? Habe ich jetzt mein Ding schon voll? Nee, immer noch nicht. Okay, den hatte ich schon. Im letzten Video. Das Speedfighter 16. Da müsste ich noch zwei Videos hochladen. Eins davon muss ich noch rendern. Frühstück. Das und das. Fünf Likes habe ich. Wir bleiben hier einfach dumm stehen und gucken uns an, wenn schon das Elektronik ist. Bis runde 230 Abonnenten auf meinem Hauptkanal und unrunde 215 Abonnenten auf meinem Zweitkanal. Das sind mega die Zahlen. Das Video war an irgendeiner Stelle nicht verschwunden. Das Video ist an irgendeiner Stelle verschwunden. Das muss ich jetzt noch fotografieren. Gespeichert. Na komm schön, meiner. Ihr meint der Sport. Irgendwas ist komisch aktuell. Sehr wenig Klickzahlen und sehr wenig Zuschauer auf Twitch. Irgendwie erkenne ich da ein Muster. So, jetzt gucken wir mal, wo die letzte ist. Da ist so ein gruselig beleuchteter Raum mit Bodennebel, wenn man schräge an einer breiten Tür runter sind. Da stehen vier gleiche Automaten auf der linken Seite und nicht zu übersehen eine Festplatte. Sieht aus wie ein Flashspeicher. Das ist ja mega. Die ist ja hübsch. Oh. Okay, habe ich. Also Komponenten gibt es dann jetzt nicht mehr in diesem Kapitel. Auch sehr viel erhalten. Aber es gibt noch ein Ding an Hängen. Ja. Das ist aber
Briefe, beziehungsweise der Brief, die Anordnung, dann die 3 Patientenakten. Und dann gibt es noch eine Festplatte, wo gespannt ich mal bin, was drauf ist. Das heißt, das Kapitel geht nicht mehr allzu lang und ich würde es wirklich begrüßen, wenn ich nicht noch einen Kampf vor mir hätte. Ich bin bereit für diesen Widerling, Niles. Nicht so wirklich die Böcke. Sind das? Das sieht Steampunk-mäßig aus wie bei Bioshock in Oberwasserstadt. Bioshock war sowieso eins meiner absoluten Grafik-Highlights. Also, schon eine Idee, was du den Kerl fragen wirst? Du weißt schon, wegen deiner Verbindung. Wahrscheinlich befrage ich ihn zuerst zu der ganzen Sache mit den eingesperrten Kindern. Okay, verständlich. Und dann? Und dann... Was hat das alles mit mir zu tun? Bist du eins dieser Kinder gewesen sein? Genau, hopp. Speicherpunkt. Genau. Jetzt bin ich schon in diesem Raum. Abgenutzte Festplatte. Auf dem von Jack entschlüsselten Speichermedium befindet sich eine versteckte Nachricht. Dr. Sampson. Ich vertrete eine Gruppe besorgter Angehöriger der Regierung des Vorsitzenden Monroe. Wir teilen nicht den messianischen Moralismus, den unser Vorsitzender immer wieder zeigt. Wir sind Pragmatiker. Unserer Ansicht nach ist der größte Gefallen, den wir Sarah erweisen können, ein schnelles, endgültiges Ende der Pendulumregel herbeizuführen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir bereit, Ihnen Unterstützung und Ressourcen zukommen zu lassen. Im Gegensatz zu unserem Vorsitzenden sind wir gewissermaßen in der Lage, uns das Licht am Ende des Tunnels vorzustellen. Ihre Arbeit hat zu viel Potenzial, um sie zu vergeuden. Es werden Vorbereitungen getroffen, um Ihre Forschungsbemühungen an einen neuen Ort zu verlegen, der sie vor neugierigen Blicken verbirgt. Monroe hat überall Spione. Wir werden uns bald wieder bei ihm melden. Warum wir nicht weitergehen? Ja, mega. Eine selten hübsche Festplatte. Die screen ich mal kurz. Klick. Lange nichts mehr gescreent. Beim letzten Mal gar nichts, sondern nur eine Sache. Ja, bei dieser Form wissen wir noch nicht. So, gescreent. Kann mich wieder sehen, ja. Hallihallo. So, das ist so geil, dass die Magnetbänder haben als Speichermedium, obwohl Forschungsreisende auf anderen Planeten sind. Röhrenmonitore, das wird alles irgendwie nicht zusammenpassen. Passt auch allgemein zur archaischen Technik. Okay, Markus. Wir sind da. Um seine KI zu aktivieren. Und dann setzt die Aluhüte auf. Das sieht mir nach Schalter aus. KI gefunden. Markus, das hat nicht geklappt. Was? Hört ihr zu? Okay. Werden wir zuhören? Hört zu! Hört mir endlich zu! Das ist wirklich, Niles. Nach all den Jahren immer noch völlig irre. Jack,
komm her und schnapp dir sämtliche Dateien. Oh, hallo. Wie unanständig. Hey, fängt Jack sich ein Virus ein, wenn er sich einklingt? Ich weiß nicht. Schrub ihn einfach gründlich ab, wenn ihr fertig seid. Ah, shit. Die meisten Dateien sind beschädigt, aber in einigen davon steht etwas namens Kadar. Sagt ihr das was? Nein. Ja, aber schon. Ich werde Bert einen Blick drauf werfen lassen. Was war das? Scheiße! Komm schon, Chef! Nö, die haben ich heute schon besiegt. Die letzte Reinigung. Hat sie begonnen? Darf ich auslöschen? Wir müssen los! Wie sagte doch jemand so schön? Gut Nacht. Hetzt mich doch mal nicht so. Das ist übel! Nein, hier lang nicht! Hier lang nicht! Treppe! Nimm die Treppe! Das wird immer mehr! Los, los, los! Nicht umdrehen! Oh, das Gas kann ich nicht. Hier lang! Das ist auch schnell wieder aufgeladen. Ich muss erstmal gucken, was das nächste wäre. Wo im nächsten Kapitel? Noch nichts verpassen. Noob Gaming Guides. Ach, da sind wir wieder draußen am Fahren. Da steht also Korwall. Sekundärziele, verlorene Nonkons, hohe Massenturm. Okay, grüß dich. Alter Korwall. Ach, siehste. Da nicht rausgehen, sondern erstmal die Leiter hoch. Eins von 34, oh Gott. Da kann ich auch viel sammeln. Also das haben sie schon grandios gemacht mit diesem Fahrlevel, wo die ganze Zeit nur gefahren wird. Dann geht's raus, schaut auf den Berg, dann rechts die nächste. Ah, okay. Das geht jetzt immer weiter nach rechts dann. Ah, so mache ich diese Shotgun hier noch, aber. Dieser Shotgun macht das Leben noch Spaß, Mensch.
Jack. Oh. Der Scharfschütze hat Priorität. Ja, hat er. Schockfalle. Das war gut, Jack. Gut. Guck mal. Jack, Impuls. Ach, der ist schon weg, okay. Weg hier. Oh, bis der mal so nachlädt. Na, wo muss ich jetzt lang? Oder für immer. Gehen wir zurück zum Skiff und sehen nach, ob wir eine Spur haben. Hack, zwei Kapitel 4. Hat Bert was mit den Daten angefangen? Eine Menge. Kurz bevor der letzte Wissenschaftler New Hope verließ, hat ihm jemand eine Nachricht aus einem Labor aus Mont Cardar geschickt. Der ehemaligen Locust-Hochburg. Okay. An diesem Ort habe ich viel gekämpft. Von einem Labor habe ich noch nie gehört. Naja, das ist doch gut, oder? Für uns. Wenn du meinst. Das Problem ist, dass die Herkunft der Nachricht verschlüsselt ist. Okay, dann verfolgen wir die Nachricht zurück zu ihrem Ursprung. Über die Funktürme, die sie passiert hat. Es hat einen Grund, warum wir dich dabei haben. Geh einfach raus und suche einen der Türme, dann finden wir auch den Weg zurück. Geht klar. Okay, geht klar. Okay, am besten bin ich runter. Na, guck mal. Das ist für mich. Warum sollte man den Klau erst abnehmen? Check. Karte. Jetzt. Verlorene Nomcons. 1 von 1. Hohe Massenturm. 1 von 1. Zugtunnel.
Marines. Da muss ich mir noch mal genau erklären lassen, wo das ist. Jetzt auch noch mal Jens, genau. Alter Korwall? Dann müsste jetzt also offen sein. Dann fahren wir doch mal genau dorthin. Habe ich noch meine Waffen wieder auf? Ja. Falls ich mal wieder an so ein böses Vieh komme. Perfekt. Freischalt in Ehren. Keiner vor Wehren. Das Blöde ist, dass immer ich fahren muss. Also, diese Funkstürme. Wo finden wir die? Wir müssen weiter nach oben, aber das Tor ist im Weg. Moment mal. Weißt du noch von dieser Sicherheitsfreigabe? Die, von der ich gar nichts wusste? Jack hat einen Umgehungscode aus Niles Computer gezogen. Wir kommen durch das Tor. Ja, diese Open World Vorlevel haben es echt in sich. Na schön, da ist das Tor. Parken wir. Na schön, ab durch das verdammte Ding. Aha. Jack, gut machen. Okay, Jack. Sehen wir mal, ob dein Code funktioniert. Was haben sie mir gemacht? Das war mega lang, das Spiel. So viel dazu. Ja, das spiele ich nie wieder und wahnsinnig durch. Also, man sollte die alte Chor für ihre Fortschritte bei großen Toren mehr würdigen. Oder sie wurden genug gewürdigt. Na los, gehen wir rein und frei. Ich sehe oben nach. Shit, Kate, oben sind Scharfschützen. Erledigen wir sie. Danach kümmern wir uns ums Tor. Jack, Blitz benutzen. Jeden Fall muss ich da links hoch. Ja. Da oben sind in der Kasten drei Komponenten. Draußen sind eine Kasten. Drei Komponenten. Gut.
Hat das doch schon mal hingekriegt. Akt 2, die Quelle eines Übels. Mhm. Jetzt muss ich schon langsam ein bisschen auf die Zeit achten. Wow. Alter, so ein Arsch. Mal Lenser hier. Nehm mal die. Ich seh oben nach. Oben sind Scharfschützen. Erledigen wir sie. Danach kümmern wir uns ums Tor. Schießt auf den Scharfschützen. Zielt auf den Scharfschützen! Das gönnt eine Nervenzerrung. Impuls. Die Granaten schlimmer als die Scharfschützen. Wie viele Akte hat nochmal das ganze Spiel? Ach ne, wir haben ein Stück los. Vier Akte. Wobei das letzte Akt nicht sehr groß zu sein scheint.
1000 Kreuze, wenn ich den zweiten durch habe. Ich bin jetzt im letzten vom zweiten. Prozentual zu sehen, nähere ich mich den 50%. Ist aber ein hartes Game. In Ruhe zielen lassen. Auch du musst in Ruhe zielen und kannst nicht einfach nur schießen. Ich muss das machen. Der Typ schon geantwortet hat, ist jetzt wichtig. Nö, hat man nicht benutzt. Das ist Arschloch! Mann! Ich hätte ihn ja ab, dann hätte ich mich um den scheiß Grenadier kümmern können. Ah! Erzählen, Junge. Ich will ziehen, ohne außer Deckung zu müssen. Real life ginge dat. Muss nur ganz schwach mit der Waffe um der Ecke looten. Nicht mit dem ganzen Körper um der Ecke looten. Ich sehe oben nach. Shit, oben sind Scharfschützen. Erledigen wir sie. Danach kümmern wir uns ums Tor. Ach, Scheiße. Ganz ruhig. Oh. Ich bin noch weggesprungen, Mensch, das zählt!
genau in dem Moment nicht nochmal trauen werden, dieser Dreckser, wo 106 Schuss drin sind, anstatt 60! Jeder Sniper hat wie eine Gatling aufgebaut zu sein, das ist eine Milliarde Schüsse pro 1 Sekunde rauskommen! Was sind das für Dreckswaffen, die die erfinden? Ah! Schießt auf den Scharfschützen! Oh, wieso zählt das nicht? Wieder weg. Ja! Das fressst du. Habe ich den jetzt endlich? Wieso zählt denn immer noch? Ihr müsst mir hochhelfen! Wohin? Fressen du bist. Ich dachte, ich wäre hinüber. Weg! Spring! Dieser Scheiß! Grenadier! Werfe Granate! Dieser muss doch irgendwann mal den seine Muni alle hin! Oh. Jetzt warte ich, bis ich Superschild hätte hier. In Ruhe zielen kann. Das war gut, ja. Eigentlich hätte der jetzt Hack sein müssen. Check, mach irgendwas. Einen muss ich erwischt haben. Oh, je aus der Schusslinie. Ja, je aus der Schusslinie. Vollidiot. Je aus der Schusslinie. Je. Ich so fress du, dass du nicht mehr drauf passt. Der Scharfschütze hat Priorität. Oh. Wow. Wow! Hey, hey, weg! Ah, ich blitze den. So Scheißwaffen, die ich habe. So. Den blitze ich. Den blitze ich da sowas von raus. Na, lass dich treffen, du Horst. Jetzt um das Tor. Oh, habe ich den gezeigt. So. Komponenten habe ich nichts. Also, was meinst du? Habe ich jetzt hier noch? Nö, hab nur 5.
Immer zu wenig Kompanien. Der anderen Seite von dem Ding. Hoffentlich die Wahrheit. Kann ich nicht hier hinten hoch, wo die Lokus waren? Na, sieht nicht so aus. Ach, hier wäre noch ein Scharfschütze gewesen. Kümmern wir uns jetzt ins Tor, sagt er. War vielleicht noch ein Raumescheid-Element, wo ich gerade war. Ja. Jack, sieh mal, ob das das Tor öffnet. Los, Jack. Sieh mal, ob das das Tor öffnet. Na bitte, es geht auf. Okay, beide Tore offen. Also, zurück zum Skiff. Außer du willst zu Fuß zu den Funktürmen laufen. Sorry, aber da muss ich passen. Und wieder drei Komponenten. Jetzt habe ich 8. Jetzt gucken wir, wo das nächste ist. Check Karte. Ja. Da hinten irgendwo. Aber das ist auch schwer zu entdecken. Weil es bei mir so dunkel ist. Das hier, kenne ich noch diesen großen Fleck? Ist die auch schon klein? Hier hinten, nein, wo ist das? Ich fahre erstmal nur bis dahin. Sehe ich da schon ein bisschen besser hier hinten. Ach, die haben das markiert, Funkturm Ost. Ja, da will ich noch nicht hin. Hey. Ja. Du hast hier ein Fleck. Dann hast du hier noch ein Fleck. Und die sind hier so an der Dreher. Was wir rausfinden wollen, von wem die Nachrichten kamen. Dann lass uns losgehen. Und das sieht wie aus? Da hast du so eine Art Panzer. Jede Menge Eis drumherum und auch schon eine Art Funkturm. Und da ist eine Art Autoradpanzer. Und da befindet sich dann ein weiterer Gegenstand. Da düsen wir mal hin.
400 Meter. Ja, das sind ganz viele. Mann, warum hat der Oskar kein Schneemobil? Irgendwas mit Heizung. Viel Glück bei der Treibstoffsuche hier draußen. Ein Skiff wie das hier ist am praktischsten. Ja, vielleicht. Ja, da hoch muss ich. Hahaha. Guck mal irgendwo hoch. Mach mal ein Stück weiter. Guck mal hier, wie er hochkommt. Aha. Steigen wir mal kurz ab. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Was sagt die Map? Oh, da hoch und da rum. Ah, ich bin hier hoch und dann gleich hier rum. Ich hätte auch ein Stück höher zurück und dann da. Ich bin zu früh. Okay, los geht's. Ich bin zu früh rum. Oh Mann, sieh dir den alten Center an. Ja, mach ich. Genau den sehe ich mir an. Genau. Okay, ich hoffe, es lohnt sich auch. Hau ab. Ich habe täglich vom Motten angegriffen, das kann sich genau vorstellen. Brief an Mama. Mama. Unser Panzer hat schon wieder den Geist aufgegeben. Und der Alte ist mal wieder stinkig. Echt ein toller Dank dafür, dass wir diesen Gestrandeten hier geholfen haben. Bert schiebt es auf Markus, miserablen Forst hier, als wir den Berg hoch sind. Vielleicht hat er sogar recht. Wir machen den Krieg bald ein Ende, Mama. Die sagen sogar, vielleicht endet er schon heute. Bei den ganzen miesen Sachen, die wir jeden Tag erleben, hatten wir nie wirklich Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir nach dem Krieg überhaupt leben wollen. In letzter Zeit spüre ich aber immer wieder den Anflug von Hoffnung auf ein besseres Leben. Den anderen geht es da, glaube ich, ähnlich. Wenn ich schlafe, träume ich normalerweise nur von scheußlichen Sachen. Aber gestern, da träumte ich davon, ein Kind aufzuziehen. Mein eigenes Kind. Kannst du dir das vorstellen? Na egal, wir müssen jetzt erstmal die Gestrandeten von hier wegkriegen und uns dann überlegen, wie wir wieder zu Markus. Und Tom kommen. Die brauchen uns. Hab dich lieb, Mama. Ich schreibe dir wieder, sobald ich kann. Augustus. Augustus Kohl? Das sieht wie eine Karte aus, die Kohl gezeichnet hat. Darauf sind mehrere Grindlift-Bohrstellen zu sehen. Vielversprechend. Ein Brief von Cole. Ziemlich alt. Nehmen wir ihn mit zum Skiff. Seltsame Vorstellung, dass Marcus, Cole und Barrett damals hier gekämpft haben. Ich wüsste gerne, ob es damals auch so scheißkalt war. Wahrscheinlich nicht. Dafür sind wir allein hier. Das waren Sie nicht. Tja, so viel dazu. Ja, frage ich lieber. Gut. Gut. So weit, so gut. Okay. Karte. Jetzt müssen wir hier wieder zurück und dann hier hoch. Und dann ziemlich genau dort.
Das ist ein Tank, ein riesiger. An den Tank eine Komponente für Jack. Und dann laufen wir von dem Tank meilenweit zum Schiff. Von der Ruhr. Zu einer Art Zaun. Und einen zweiten Tank. Halt, Moment, ich bin frisch. Ich brauch schnell eine Beilung. Und wieder zurück. Okay, sorry. Er ist an seine Mutter. Da ist eine Karte dabei. Hohe Massensturm-Sammelpunkte. Da sollten wir nach Kühltechnik suchen. Komponenten. Ich bin startklar. Ich habe ein paar Minen geplündert. In meiner rebellischen Jugend. Wir kommen wohl in eine Szene. Was hast du da so erbeutet? Sprengstoff, Munition, manchmal alt. In die nächste. Verlassene Mine. Auf der Map. Ich fahre nochmal kurz zurück. Das überrascht mich nicht. Dieser Mann konnte alles essen. Tat es auch. Ja. Und trinken. Lass uns einen Weg da hineinfinden. Ist das richtig? Die Komponente hatte ich. Ich kümmere mich um die Navigation. Na ja. Ein Stück rechts nach oben. Verlassene Mine ist dann das sechste.
losmachen. Okay, ich muss ins nächste. Jetzt 100 Schienen. Ich kann ja durch. Ich habe einen Kontrollpunkt erreicht. Toller Zeitpunkt, um aufzuhören. Es geht runter. Mal wieder. Das muss die Mine sein. Marcus, wir haben was gefunden. Eine Mine, glaube ich. Moment, mal sehen. Ja, vermutlich die alte Nethercut-Mine. Wann war sie zuletzt? Das war lange vor deiner Geburt. Erwarte also besser nicht allzu viel. Verstanden. Wir bleiben in Kontakt. Das ist alles ein wenig. Schaden kann es nicht. Irgendwas sagt mir, dass mich in der Mine was. Was hat's mit dem Kahlschlag auf sich? Wahrscheinlich für die Mine. Baumaterial. Die Holzindustrie ist nicht gerade mein Metier. Wow, es gibt also doch etwas, das dein Wissen übersteigt. Hey, ich weiß eben gern Dinge. Ist das etwa falsch? Ich hab mich alles immer noch verheißen. Ich kann mich helfen. Jawoll. Genau. Jetzt dann runter zum nächsten Fundstück, was wir aber heute nicht holen werden. Weil ich nicht noch einen Kontrollpunkt erreichen werde. Und da drin ist die nächste Komponente. Wir speichern jetzt und merken uns 39 und 21. Und damit beende ich den Stream für heute. Es ist Punkt 2 Uhr und ich sage Tschüss, bis morgen. Wahrscheinlich erst reden werde. Tschüss.